Ja, da sind wir auch wieder. Hallo YouTube, willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die und Lia ist fasziniert, wie die Rolle springt. Die Armbrust sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Springt total schön. Die Armbrust sieht echt cool aus. Ich muss mal gucken, vielleicht hole ich mir die auch noch beim nächsten Mal. Mal schauen. Ja, wir haben noch ein paar Fallen ausgelegt. Wie ihr seht, ich habe noch ein paar Laien gesetzt, damit Lia es ein bisschen einfacher hat. Und dann wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Du gehst unten hin? Go! So, Leute, weiter geht's. Ich geh um. Jetzt gibt's was Feines. Ja, jetzt hab ich sie an. Oh Gott, Erdelementar ist das erste, was hier rauskommt. Zweimal. Herzlichen Glückwunsch. Gott, halten die viel aus, Leute. Mein Gott. Sie sind um. Oh mein Gott. Die halten hier echt massig aus, die Dinger. Und Lia ist gerade rausgeflogen. Das ist schlecht. Ich hoffe, sie ist noch im Spiel. Lia ist noch im Spiel, das ist gut, aber sie ist auf Skype gerade rausgeflogen, wie ihr hört bei mir. Hoffentlich stellt sich der Anruf wieder her, sonst machen wir hier einen kleinen Cut nach der Welle oder wenn wir gleich wieder eine Pause... Ah, verdammt, bist du ein Mistvieh. Eine Pause haben. Ich gehe mal Lia helfen derweil. Der Arm hat es ein bisschen schwer. Haltet sie schnell auf! Ja, wir hören sie immer noch nicht, das ist ein bisschen doof. Aber wir sind ja eh mitten am Kämpfen, also was soll's. Oh Gott, schnell den Knolljäger erledigen. Sehr gut. Und das hat Bumm gemacht. Können wir kurz Pause machen irgendwie? Nein, das ist natürlich blöd. Ja, Lia, dein. Wo ist die Push-to-Talk-Taste? Ich habe keine. Ah, sehr gut. Spiel pausiert. Wir machen hier einen kleinen Cut. Bis gleich, Leute. Tschüss. So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben die Probleme hoffentlich beseitigt. Skype funktioniert wieder. Lia ist wieder da. Hallo, Lia. Yay, hey, hallo. Hey. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wie hast du eigentlich Pause gemacht? Das würde ich erst vorher gerne wissen. Mit Escape. Wirklich? Bei mir ging das nicht. Doch, bei mir ging's. Okay, gut. Das ist Windows 8, weißt du? Ach so, ja, weil Beste und so, ne? Okay, dann machen wir mal weiter, Lia, auf. Weiter geht's. Gut, ich habe noch einen Paladin, den werde ich jetzt hier oben hinsetzen. Du bist da unten mit Spaß beseelt, ne? Ja, das oben ist aber auch toll. Schon wieder. Oh ja, Gott, ein Ogre! What the fuck? Der ist ja sauschnell! Boah, der ist total ätzend. Aua! Pass auf, nicht, dass er dich umhaut. Der stunt ein. Sau! Ich geh mal oben hin. Opala ist nämlich schon wieder beschäftigt da oben. Na gut, es geht. Kann ich von hier oben auch treffen? Treffe ich? Ja, ich treffe! Das ist gut, das ist sehr gut. Ich bräuchte aber besser die Armbrust, die wäre genauer. Der Schrot zu treffen ist echt eine Kunst. Wow, ich habe hier auch Spaß. Sag mir, wenn es brenzlig wird bei dir. Ja, sonst geht. Ich bin zwei kleine. Oh, ich habe einen Ogre hier oben. Oh, ich habe eine Münze. Ein Paladin ist gefallen. Was? Hey, du. Wer hat den Paladin getötet? Oh. So ein kleiner Vollidiot war das. Was? Das war sicher wegen dem Ogre. Bei mir, der ist gerade zurückgeschleudert worden. Der hat also keinen Spaß mehr im Leben. Komm auf die Sprungfalle. Ja. Was? Der kann, die Sprungfalle kann ihn nicht wegschleudern! Die Sprungfalle kann ihn nicht wegschleudern, ich glaube es hackt. Und ich habe zu wenig Geld, scheiße. Soll ich dir noch ein bisschen Verlangsamung da hinsetzen? Ja, komm. Oh, das wäre toll. Tretet euch nachher die Füße ab! So. Mehr habe ich leider nicht, tut mir leid. Ich gehe oben hin. Da wäre auch mein Geld gewesen für den nächsten Paller. Ich muss echt das Trinket ausrüsten, dass wir die wiederbeleben können, glaube ich. Es lohnt sich. Boah, diese drei Drecksbogenschützen, die sind ätzend. Mir macht da niemand was, keine Ahnung. Ich kann auch bei dir ja mal runterfeuern ein bisschen, damit du ein bisschen weniger Probleme hast. Leute, seht schon, das wird schon hart. Das liegt auch daran, dass wir einfach zu zweit spielen, denke ich. Denn alleine hatte ich nicht so Probleme. Ja! Rückgeschossen. Oh oh, Elementare bei dir. Oh Gott, du hast aber richtig die Luzi am Dampfen, ne? Oh, ich sag's dir. Bei mir muss der Paller jetzt mal durchhalten. Aber die hauen sich gerade gegenseitig kaputt, das ist voll gut. Ich hab dir mal ein bisschen Mana-Trank geklaut, aber... Ich finde das schlimm. Sonst lauf mal durch. Ja, ich komm dabei. Um. Oh Gott, Elementar, moin. Welcher Orden denn, Mensch? Ich habe keine Ahnung, welchen Orden er meint, der ist doof. Denk dran, wenn du einen Skull siehst, unbedingt einsammeln. Brauchen wir unbedingt. Okay.
Palla hat Spaß da oben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich kann noch einen setzen. Soll ich machen? Ich könnte sogar zwei setzen. Und Lia ist schon wieder rausgeflogen. Das ist super. Ich würde gerne den Push-to-Talk-Button wissen. Welcher ist der Push-to-Talk-Button? Das wäre doch zumindest etwas. Hm. Blöd. Ja, genau so ist gut. Wir machen nochmal einen kleinen Cut, Leute. Bis gleich. So, Leute, sind wir wieder. Die Probleme sind hoffentlich ganz behoben. Mal schauen. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal. Zur Not haben wir noch die Push-to-Talk-Taste, ne? Ja, mal sehen, wie das klappt. Mal gucken wir, ob das vielleicht ein bisschen geht. Mal schauen. Ja. Ich schicke dir aber mal die Wagen runter. Ich denke mal, die brauchst du erstmal mehr. Sag Bescheid, wenn ich das umswitchen kann oder so, wenn du keine Probleme hast, dann... Ja, werde ich das tun. Gut, Leute, wir starten die nächste Welle und, ja, guck mal, wie es läuft. Die Schonzeit ist vorüber. Also die letzte Welle auch noch. Und bei mir kommt es hier oben jetzt richtig ab. Richtig ab. Bei mir unten auch direkt. Richtig ab. Sie sind oben! Sie sind oben, ja, ehrlich. Sie haben auch keinen Weg sonst. Ja, aber gut. Nur wenn man hier alleine ist, ist das schon ganz schön heikel. Wenn die auf beiden Seiten kommen, das kommen sie wirklich. Ja. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Nee, ich finde das auch total. Also. Fahren Sie hin! Au, irgendwer hat mich getroffen. Feuerbogenschützen bei dir unten oder. Nee, hier. Ah. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Die blöden Penner. Bringt's aber auf jeden Fall hier die ganzen Fallen, die du noch hingelegt hast. Das ist sehr nett von dir gewesen. Super geil, denn die Stachelfallen hauen die gut weg. Ein aber die machen halt nicht so viel Schaden. Wir brauchen später echt noch ein bisschen was anderes. Boah, die Oger, die halten so viel aus. Oh ja. Drecks. Ich habe hier noch ein paar Erdelementare rumlaufen. Zwei. Stirb. Boah, ich habe ihn getötet. Gebrauchen. Ich habe ihn geil. Getötet. Beste Bier, Beste. 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 Ich bin von nah dran. Die. Die, you Earth-Elemental. Also wenn man hier alles mit Fallen pflastert, ist hier noch so irgendwo einer? Echt? Ist hier irgendwo gut. Noch ein... Da unten bei dir ist noch eine Münze, die könntest du noch holen. Nein. Ja, komm. Jetzt mache ich was anderes in dem Kostüm, das ist ja interessant. Echt? Oh Gott, nur drei Schädel. Wir haben so viel reingekommen, ey, mein Scheiß. Gott. Jetzt haben wir den Zwergenwächter. Siehst du, wirft explosive Bomben auf die Gegner. Also ich glaube, ich würde in die Richtung Wächter tendieren. Ich mag die, ich finde die cool. Ja. Ich glaube, da werde ich mich drauf spezialisieren. Deswegen erstmal Zauberbuch. Ich möchte die Fallen sehen. Ich glaube, Fallen kann man auch verbessern. Ja, kann man. Zwergenwächter verursachen mehr Schaden. Gott, so viel. Da kann man so viel verbessern. Mein Gott, Paladinwächter haben erhöhte Gesundheit. Das ist auch cool. Tamalma ist leider nur schneller. Und nicht, dass er mehr Reichweite hat. Weißt du, das wäre ziemlich cool. Das wäre richtig gut, ja. Kann man Fallen verkaufen? Nee, kann man nicht. Schade. Blöd. Was mache ich? Ich hätte auch gern die Armbrust mal. Aber ich habe gerade 9. Ich bräuchte 8 für die Armbrust. Das ist blöd. Hm. Das ist voll doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Falle kaufen bringt wohl nichts. Ich will den Zwergenwächter ja nutzen. Obwohl ich Schwefel kaufen könnte. Autoballiste. Greift den Gegner automatisch an. Eingeschränkter Feuerradius. Heilbrunnen. Mann, hier gibt's schöne Sachen. Bogenschützenwächter. Schießt Pfeile auf Entfernung. Also ich bin auf jeden Fall für die Wächter, Leute. Ich bin für die Wächter. Wächter sind geilo. Ja, okay, dann müsste ich mich wahrscheinlich auch mit dem Wächterschmuck ausrüsten, ne? Boah, jetzt zieh ich mir was so Cooles an, du wirst echt so Augen machen, ey. Oh ja. Oh ja. Negligé? Hm? Oh. Fast. Oh, schade. Plünderer-Schmuckstück. Passivmöglichkeit, dass alle Gegner mehr Münzen fallen lassen. Aktiv, alle Gegner sind mehr Münzen wert. Auch nice. Ja, gut, dann soll ich die Paladine und die Zwergenwächter aufrüsten oder so? Ich weiß nicht. Ja, weißt du was, komm. Was soll der Geist? Na, YOLO. 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 YOLM. YOLM, Mensch, YOLM. Jetzt habe ich nur noch 3 Schädel. Oh, wir brauchen echt mehr Schädel, Mensch. Sind zu schlecht. Gut, wollen wir mal gucken, ob wir das weiterhin schaffen. Skype scheint sich ja wieder beruhigt zu haben. Ja, scheint. Machen wir Weide. Weide, Mädchen, Weide. Weide. Ich weiß nur nicht, welche Falle ich dafür raushaue. Denn. Ich dachte eigentlich nur der es wird erstmal gequatscht. Guck dir mal bitte mein Kostüm. Eine neue Spalte öffnen. Mädel, genau deine Strapsen. I like it. Die letzten beiden Kriegsmagier. Und du bist halt. Ach, das ist schön. Älter als ich. Ich hab dich gerade beleidigt. Nicht wirklich steinalt oder so. Mit was denn? Hab ich nicht gehört.
Tatsächlich. Wir sind die letzten beiden Magier oder sowas und du bist alt. Steinalt. Ich meine, nicht so alt, aber schon. Ist doch gut. Ist doch gut. Also wirklich. Oh, die Zwergenwächter kosten 900. Verdammte Scheiße. Sehe ich gerade. Ich glaube, ich lasse die Fallen so, wie ich sie habe. Das ist eigentlich ganz gut. Weißt du was? Ich nehme die Pfeilwand raus. Du hast Säurefallen, die sind besser, aber ich nehme dafür das Wächterschmuckstück rein. Ja, guter Plan. Ich lasse sie so, wie sie sind. Ups. Dann gehe ich echt mehr auf Wächter. Ich kann hier unter den Rock gucken. Ich will auch. Ich kann auch. Wow, schwarzes Höschen. Oh, Mom, no. Lecker, lecker. So, wir haben hier Barrikaden, wie du siehst. Also, wir haben anscheinend drei Reihen, wo sie durchkommen. Mhm. Oben laufen brennende Loren durch die Gegend. Das ist auch super. Oh Gott, es kommen fliegende Viecher retten. Das glaube ich auch. Wir haben eine Hängebombe hier. Wie kann man die denn einsetzen? Leute, das will ich jetzt wissen. Ich gehe mal in die Optionen kurz. Tastenbelegung. Gameplay-Tasten. Ne, Aktion. E. Aktion ist E. Wir haben ja nichts zum Aktion durchführen, oder? Nein. Kann ich die Hängebombe damit irgendwie auslösen? Ich will die auslösen können. Ich weiß nicht wie, Leute. Also, wenn das jemand weiß, schreibt mir's mal in die Kommis. Das wäre cool. Ich weiß nicht, wie viel wir aufnehmen, so im Voraus, bevor ich das rausbringe, aber na, schreibt mal rein. Ja. Das ist gut, das ist gut. So, mal gucken, wie das Feld hier aussieht. Wo soll man am besten was hin tun? Gott, drei Ebenen. Also, hier sind ganz viele Barrikaden. Also, hier ist dicht erstmal. Wenn die bis hierhin nicht kommen, haben wir erstmal eine Weile Ruhe. Es sind zwei Tore da. Das heißt, wenn ich hier vor irgendwelche Wächter setze, aber ich weiß nicht, wie die hier antanzen. Ich habe nur zwei. Wir haben nur 2000, ne? 2000. Ja. Ist nicht viel. Müssen wir klug machen. Am besten erstmal direkt hier vorne hin, weißt du, oder? Ich weiß es nicht. Aber die scheinen durch die Mitte nicht zu. Nee, obwohl. Es wird jetzt erstmal nur angezeigt, dass nur hier rechts was kommt und dann laufen die auch nur rechts lang. Darauf können wir aber nicht vertrauen. Also hier könntest du ja so eine Säure-Dings hinstellen. Da geht so die durchs ganze Ding? Zeig die mal bitte. Ja, nicht so ganz, aber es würde passen, denke ich. Würde erstmal was ganz Gutes sein. Das machst du am besten auf der anderen Seite auch nochmal. Säureregen ist und nicht. Ich mach hier so eine Verlangsamungskramse hin. So, und auf die andere Seite auch. Und guck mal, ob ich da noch 900 übrig habe. Die werden sich wahrscheinlich durchkloppen können, ne? Durch die Barrikaden. Wahrscheinlich, aber wenn du da so Säure... Ich könnte hier noch einen Zwerg hinsetzen. Zwerge sind immer gut. Ich weiß noch nicht, wie viel Reichweite der hat. Das werden wir sehen. Ich hoffe, der schmeißt wirklich Bomben. Naja, gucken wir einfach mal. Na, versuch mal klug. Oh ja, er schmeißt Bomben. I like it. Ist der süß? Nicht da hinsetzen am besten, sondern hier so, hier so an die Barrikaden, wenn überhaupt. Aber ich weiß nicht, ob wir in die Mitte schon einsetzen sollen, weil... Ja... Überlass dem Zwerg, überlass dem Zwerg. Gut, dann ich habe nämlich nichts mehr. Eine, ja, ja, finde ich besser, ja. Ich habe nämlich nichts mehr und. Eine kann ich noch. Ja, dann besser auf die andere Seite, genau. Dann können wir zur Not eher die Mitte verteidigen. Denn es wäre eh gut, wenn wir uns in der Mitte aufhalten, dann kommen wir schon auf beide Seiten, denke ich. Ja. So. Jetzt bin ich auch pleite. Und ich habe mich nicht umgezogen, das ist blöd. Wollte ich eigentlich. Naja, gut, egal. Leute, wie lange haben wir noch? 6 Minuten. Ich würde sagen, wir machen verfrühten Cut, oder? Komm. Ja, würde ich auch sagen. Ne, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Seid gespannt, wie wir das hier regeln. Hoffentlich regeln wir es. Hoffentlich werden wir nicht geregelt. Gemaßregelt. Lasst uns doch ein bisschen was Schönes da. Lasst Liebe da für Lias tolles Kostüm und so. Ja, guck mal, wie hübsch ich bin. Ach. Bist du denn? Da bist du. Oh, oh. Oh, Lia. Nett. Ich sehe schön auf die Boobies. Oh, schön. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal bei The Orcs Must Die 2. Bis dann, Leute.